Auf Timo Röttger muss das Team heute allerdings verzichten. Der Doppeltorschütze gegen Münster hat muskuläre Probleme und ist erst gar nicht mit nach Halle gereist. Herzliche Begrüßung der beiden Trainer Groß Aspas Florian Schnorrenberg links im Bild mit einer tollen Bilanz. 2 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Seit er in Groß Aspach ist, geht's hoch von 18 auf 12. Und sein Team gleicht drin im Spiel. 2 Minuten sind rum. Dicke Gelegenheit für Groß Aspach durch Jonas Meiser. Der Tabellen-7. aus Halle gleich zu Beginn mit Schwierigkeiten. Sie bekommen den Ball nicht unter Kontrolle, nicht aus der Gefahrenzone. Groß Aspach geht früh drauf. Mike Owusu und nochmal in der Mitte Jonas Meiser. Die Groß Aspacher mit gutem, mutigem Beginn sehr selbstbewusst. Aber auch Halle in guter Verfassung. Unter der Woche gab es ein 4:1 im Testspiel gegen Zweitligist Dresden. Sie werden langsam offensiver. Das ist Braden Manu gegen Patrick Koroba. Und da kommt Björn Jopek. 1:0 Halle. Tolles Tor, die Führung nach 14 Minuten. Kevin Broll im SGS-Tor chancenlos. Und ein unglücklicher Vorgabengeber Patrick Koroba direkt in die Füße von Jopek. Der hallische FC liegt vorne. Schnorrenberg schon früh verschnupft. Anschließend viel Leerlauf bei beiden Teams. Halle mit etwas mehr Schwung. Marvin Ayani macht sich auf den Weg. Viel Platz, 3 gegen 3. Matthias Fetsch gegen Julian Leist. Der Hallenser schon mit 4 Saisontoren. Aber sein guter Kumpel Julian Leist Sieger in diesem Duell. Von Groß Aspach kaum noch was zu sehen. Der mutige Fußball der letzten Wochen dahin. Ganz anders Halle. Wieder Braden Manu, wieder über links. Doch die Groß-Aspacher Abwehr aufmerksam. Sebastian Bösel dazwischen. Kurze Bilanz der ersten Hälfte. Die ersten 15 Minuten Groß-Aspach. Danach hatte Halle alles im Griff. Bislang hat sich die lange Reise für die 14 Groß-Aspacher Fans nicht gelohnt. Die zweite Halbzeit und das gleiche Bild. Wenn nach vorne gespielt wird, dann vom hallischen FC. Der Ball läuft schnell und flüssig. Der schnelle Braden Manu. Gegen Koroba. Wieder gute Gelegenheit für Halle, Glück für Groß Aspach. Manu trifft nur das Außennetz. Nach 50 Minuten mal wieder die Gäste. Jonas Meiser mit schönem Zuspiel auf Philipp Herrscher. Doch solche Aktionen viel zu selten, nur wenige Chancen für Groß Aspach. Die erste Niederlage unter Florian Schnorrenberg droht. Halle bleibt spielbestimmend. Das Fehlen von Routinier Timo Röttger bei Groß Aspach ist spürbar. Vor allem über links Halle ständig gefährlich. Manu auf Fetsch. Wieder eine gute Gelegenheit für die Gastgeber. Matthias Fetsch bekommt beim Kopfball zu wenig Druck hinter den Ball. Was geht noch für Groß Aspach? Eine knappe Stunde ist rum. Sie versuchen es mit langen Bällen. Da kommt Patrick Koroba mit dem Mute der Verzweiflung. Auch im zweiten Durchgang Groß Aspach für ein Tor viel zu harmlos. Der Tabellen-7. aus Halle wirkt konzentrierter und auch bissiger. Ballsicher, wenig Fehler. Der Ex-Groß Aspacher Pascal Sohm auf den eingewechselten David Tuma. Der kann sich durchsetzen. Tuma, Sohm, Matthias Fetsch, 2:0 Halle, alles andere als unverdient. 70. Minute, 5. Saisontor für Matthias Fetsch. Klasse gespielt, der Ball in den Rücken der Abwehr, der ehemalige Groß-Aspacher Sohm mit der Hacke, kein Abseits, das 2:0. Kurz danach Ecke für Halle. Die Gastgeber jetzt auch mit Standards gefährlich, sie sind und bleiben das bessere Team. Moritz Heyer, starker Kopfball, aber auch stark reagiert von Kevin Broll im Tor von Groß Aspach. Er verhindert Schlimmeres. Halle will mehr. Groß Aspach nur in der Verteidigung. Die Hallenser haben immer mehr Platz. Sebastian May schickt Matthias Fetsch auf die Reise. Macht er jetzt alles klar? Matthias Fetsch, nein, zu harmlos. So leicht ist Broll nicht zu bezwingen. Dennoch wenig Zufriedenheit bei Florian Schnorrenberg. Noch eine Viertelstunde. Die SGS versucht es nochmal. In Person von Sebastian Bösel. Ein Versuch, mehr nicht. Die 3. Saisonniederlage nimmt immer deutlichere Formen an. Zumindest geben sie nicht auf. Die letzten Minuten. Philipp Herrscher auf. Jamil Dehm.
dem. Aber auch diese Gelegenheit bleibt ungenutzt. Groß Asbach vergibt heute einfach zu viele Chancen. 0:2 gegen Halle, die erste Niederlage für den neuen Trainer. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Die erste Viertelstunde, da haben wir richtig gedrückt. Ja, haben wir leider kein Tor gemacht. Das 1:0 für Halle, das kann man nicht verteidigen, war ein super Schuss. Glückwunsch dazu. Nichtsdestotrotz, nächste Woche geht's weiter und da werden wir wieder 3 Punkte holen. Der hallische FC freut sich über 3 Punkte. Groß Asbach rutscht wieder in gefährliche Tabellenregionen.